Herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex Mankind Divided. Ich muss jetzt erstmal ganz fix hier ein bisschen was umstellen. So, was kann man denn hier machen? Für den Schalter. Okay. Holt ja jedes Mal seine Waffe raus. Okay. Oh. Entschuldigung. So, können wir ja mal gucken. Wo wären wir denn hier lang gekommen? Also, wie man sieht, hier ist nichts. So, man kann ja erstmal die kleinen Sachen wegbewegen hier. Verfolgt mich nicht. Ciao. So, mal ein bisschen Platz machen hier. Ah, das ist schon viel besser. Ach, sieh mal einer an. Deswegen ging es hier nicht weiter. Ich hab das überhaupt nicht. Ja, egal. Ja, wir sind auf jeden Fall ans Ziel gekommen. Das ist das Wichtigste halt. Hier müssen wir rein. Wunderschönen guten Tag. Ich muss hier mal durch. Machen Sie es gemütlich. Na, jetzt. Na, jetzt. Hallo. Gott. So, sind wir auch schon wieder da. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück. Nein. Entschuldigung, ich bin Kanalmitarbeiter. Ich darf das. So. Na dann, haben wir die Nebenmission ja in der letzten Folge erfolgreich abgeschlossen. In der Kanalisation. Wenn auch mit einigen Umwegen. Was soll mir das sagen? Ah ja. Egal. So. Oh. Ach stimmt, wir müssen ja in die Limb-Klinik, um die gute Alex zu treffen. Gibt es hier eigentlich noch irgendwelche? Das haben die bestimmt schon abmontiert, diese ganzen... Ah, hier. Guck dir das an. A wrench is a tool, not a human being. Alles klar, gehen wir wieder raus. Ja, geht ihr mal. 4464. Nein, 6. Na, geht die Tür zu. So. Ach, die Architektur von Limp ist trotzdem geil. War es auch schon in Human Revolution? Was gibt's hier? Your image is brought to you by Dr. Lurks and Dr. Tyrion. Tja. War anscheinend nur ein kleiner Außenposten. Weil die in Detroit und in Hangshaw waren ja doch ein bisschen größer. Hey, freut mich, dass du es geschafft hast. Gab's Probleme? Miller lässt mir Spielraum, aber nicht viel. Ich habe einen Terroranschlag überlebt. Ich auch. Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen. Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Sieh sie dir jetzt an. Die Zeiten ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis. Was? Narben? Zeig mal. Ey. Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen und ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Ja, bitte. Nur die guten. Wie bist du zum Juggernaut-Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen. Nee. Bin dabei auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Hat Janus dich gewarnt, dich rausgeholt? Ein Freund von Janus. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Niemand legt sich mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Nee. Die ist die, Pilotin aus Deus Ex the Fall. Nee. Also sorry, dass ich das jetzt erst kapiere, aber... Nee. Okay, wir haben nämlich mit Ben Saxon, ich glaube in Folge 10, das erste Mal mit ihr Kontakt gehabt. Da hat sie ja noch für Bell Tower gearbeitet und wir sollten
Dunkles Kapitel, The Fall. Ich hab's schon wieder vergessen. Aber, ne. Interessant. Und der Kollege, der sie da rausgeholt hat, da spricht sie von Ben Saxon. Interessant. Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Warum nach Prag? Musst du wirklich fragen? Seit dem Zwischenfall zerstören Paranoia und Rassismus diese Stadt. Die ganze Welt sieht zu, wie Prag mit seinem Opti-Problem umgeht. Mir war nicht klar, dass das gesamte Kollektiv pro Opti ist. Nicht jeder. Aber wir wissen alle, dass unsere wahren Feinde das Chaos brauchen, um zu operieren. Man muss die richtigen Strippen ziehen und Prag hat davon jede Menge. Tja, man muss stets die richtigen Strippen ziehen. Du hast gesagt, wir hätten was? Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag? Den Einbruch bei Versalife? Und Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die Ark operiert nämlich nicht in Nordamerika. Es geht gegen die Ark, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Scheiße. Naja, mit drinstecken, er wurde eher dazu gezwungen. Sieht nicht gut aus. Er hat mich von Dubai abgezwungen auf den Bahnhof angesetzt. Ich glaube, er schickt mich bald nach Golem City. Ja, nee, ganz ehrlich, mit der Sachlage muss ich ja auch zustimmen. Ja, sieht nicht gut aus. Er hat mich von Dubai abgezogen und auf den Bahnhof angesetzt. Ich glaube, er schickt mich bald nach Golem City. In den Utulek-Komplex? Dort wird's dir nicht gefallen. Die Santo Group hat ihn gebaut als provisorische Unterkunft für Gelegenheitsarbeiter. Aber jetzt? Jetzt ist das die Heimat jedes unlizenzierten Optis in der Tschechischen Republik und das Hauptquartier der ARK. Scheiße, Mann. Was haben die vor? Wir müssen klug vorgehen und genau über alles nachdenken, Alex. Wie war das mit Versalife? Du meinst den Einbruch, den es nie gab? Das habe ich auch direkt nach der Entschlüsselung untersucht. Was hast du gefunden? Wie gesagt, Mann, der Einbruch, der nie passiert ist. Versalife ist einer der größten Pharmakonzerne des Planeten. Der einzige, der immer noch Neuropuzin herstellt. Ein Einbruch wäre eine Riesenschlagzeile. Warum behaupten Sie es dann? Versalife stellt nicht nur Neuropuzin her. Die haben eine riesige Abteilung für Forschung und Entwicklung. Ja, und? Was hat das mit der ARK zu tun? Warum ja einen Einbruch anhängen? Wenn es nach Terroristen aussehen soll, hängt es davon ab, was angeblich gestohlen wurde. Mal sehen, was das Kollektiv rauskriegt. Wenn es eine Verschwörung ist, haben wir mit dem Einbruch einen Ansatzpunkt. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe meine Ermittlungen ab und finde den wahren Bombenleger. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich dich auch. Viel Glück, Adam. Oh, wow. Immer mehr lose Enden hier. Miller, gehen wir immer noch nach Golem City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetzky-Puppengeschäft in Dovny Oddward. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. Tja. Ja, mal schauen, ob wir dem Herrn Millern so trauen können. Ne, ja, nicht, dass es am Ende wie bei Seraph wird. Ja. Es gibt viel zu viele Objekte hier, mit denen man interagieren kann. Da denke ich jedes Mal, oh, was zum Einsammeln. Ich mit meinem Blutfinger. So. Na dann. Hast du was gesagt? Nein, ja, ich habe überhaupt nichts gesagt. Wann wurde das Puppengeschäft geschlossen? Ich weiß das nicht. Das ist schon ewig. Vielleicht ein Jahr oder so. Meine Nichte liebt die kleinen Marionetten. Tja, wir haben noch eine Nebenmission. Warum haben wir eine Nebenmission? Im Büro des Präsidenten nach belassenen Akten suchen. Oho! Ach, Samistad. Stimmt ja. Kann ich die... Okay, dann muss ich wieder raus. Ah, ganz ehrlich, das mache ich zuerst. Miller kann warten, der Sack. Schönen Tag noch. Ja, danke. Ihnen ebenso.
Ah, nee, da kommen wir nicht lang. Wow. Warten, Ruckler. Eigentlich sollte jetzt diese Woche ja das DX12-Update kommen, aber bis jetzt hat sich ja hier noch nicht viel getan. Ja, ich habe auch manchmal Zahnschmerzen. Tut mir leid. Das sieht ja mal richtig scheiße aus. Also da hätte man sich als Konstrukteur ein bisschen was Besseres einfallen lassen können, aber nein. Ja, seit 2017. Dieses Gebäude hier wurde allerdings 2017. Wunderschönen guten Tag. Ja. Hacker sind überall. Tavos Sicherheit. Ist das das neue Bell Tower? Okay, wir reden. Nein, wir reden nicht mit dem netten Menschen. Okay. Ich will, dass das Problem sofort gelöst wird. Was wird das wohl heißen? Natürlich will ich das. Gut. Ich hatte mit ihrem Der unterirdische Sicherheitsraum hat seine aktuellen Passwörter erhalten. Gut. Vom Mezzanin oder vom Firmentresor-Keller habe ich noch nichts gehört. Kannst du das von der IT bestätigen lassen? Könnte ich. Aber die würden nur bestätigen, dass sie die Codes geschickt haben. Gehört es nicht zum Protokoll, dass jeder den Empfang von Sicherheitsupdates bestätigt? In einer perfekten Welt würde jeder die Vorschriften exakt befolgen. Die Welt ist aber nicht perfekt. Mal sehen, was ich ausfinden kann. Tja. Oh. Kamera, verfolgen Sie mich nicht. Oder darf ich hier so ein... Okay, ich darf hier einfach so lang. So, gibt es hier irgendwelche Zugangsbereiche? Nö. So, hier ist alles Sperrgebiet. Executive Series. Aufzugknopf. Aufzugknopf brauchen wir nicht. Oder brauchen wir den Aufzugknopf? Können wir irgendwie... Nö. Ich hatte eher gehofft, dass es hier noch so ein... Ja. Einen Lüftungsschacht gibt, den wir hochklettern können. Okay. Ich gehe mal direkt auf die Ebene. Wenn wir denn da hochkommen. Ist ja... Nee, kommen wir natürlich nicht. Komm, wir reden erstmal mit dem Typen hier. Hallöchen. Hallo. Ey! Typi! Ey! Soll ich dir die Fresse hauen oder was? Sag ich doch. Ja, 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 ja. Tschüss. das war ja sehr erfrischend. Oh, wir sind natürlich mitten in eine Sackgasse gerannt. Hallo, geht doch in Deckung. Ah, natürlich sehen die mich da durch. Beginne weiträumige Suche bei Code 40. Bestätigt. Ah! Ich will die nicht. Ja, komm. Wow. Also schießen könnt ihr jetzt auch nicht unbedingt. Schade, okay. Ich dachte, man kann es ja mal probieren. Oh. Hey. Neuer Haarschnitt, mein Freund. Gehen Sie in Deckung, indem Sie F drücken. Ganz ehrlich, das Deckungssystem finde ich immer noch ein bisschen bescheuert. Aber egal, was soll's. So. Oh, wow. Gehen wir immer noch nach Golem City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetzky-Puppengeschäft in Daphne Ortwood. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. So.
alten... Verdammt, jetzt habe ich die Map aufgemacht. Das dauert so 80.000 Jahre lang. So. Wir begeben uns nochmal zur Palisade Bank. Das war auf jeden Fall... Ja. Läuft auf jeden Fall bei uns. Ja, muss man ja auch mal probieren. Ich dachte, wenn wir hier mit Stealth einfach so ein bisschen... Naja, was soll's. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal einen anderen Weg rein. Und hier geht wieder die Post ab. Kommen wir hier hoch? Nö. Na super. Ganz große Klasse. Dürfen wir jetzt hier noch einmal komplett außen rum gehen? So, nochmal hier rum. Ja, dieses hässliche Etwas da. So. Warum haben die alle solche niedrigen Autos? Das ist doch... Na, ich frag gar nicht nach. So. Wunderschönen guten Tag. Wir sind das erste Mal hier. Elevator. Kommen wir denn auch in Nummer 2 rein? Mit dem Aufzug? Mit Sicherheit nicht. Sie betreten eine Sperrzone. Lobby oder Tresore der Direktion? Wenn wir das hier jetzt nehmen, kommen wir natürlich runter. Ja. Hier waren wir jetzt schon. Na, mein Freund? Boah, wie soll man denn hier bitte reinkommen? Ich würde gerne nochmal was probieren. Der unterirdische Sicherheitsraum hat seine aktuellen Passwörter erhalten. Gut, vom Mezzanin oder vom... Tut mir leid, Sir. Für das Betreten der VIP-Tresore ist ein Termin erforderlich. Und heute haben wir keine Termine. Einen Termin zum Betreten des eigenen Tresors? Für die Firmentresore schon. Wir brauchen Zeit, um Ihren Container in den Ansichtsbereich zu laden. Außerdem benötigen Sie Ihre persönliche Codekarte. Danke für die Information. Okay, also theoretisch gesehen kommen wir hier rein. Was ist das? Wenn wir uns so eine Codekarte beschaffen. Frage ist halt eben... Zutritt zu diesem Bereich nur mit Genehmigung, Sir. Ich bin autorisiert dafür. Na egal. Was ich nämlich eigentlich probieren wollte. Wir schmeißen uns mal nochmal eine Biozelle rein. Und dann suchen wir uns mal einen Punkt, wo uns gerade keiner sieht. Was? Die haben uns gesehen? Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen... Ja, ist ja gut. Ja. 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 Hallöchen. Hallöchen. Einfach mal ein bisschen rumeideln. Okay, also es funktioniert. Ich hätte aber ein bisschen später die Tarnung wegfliegen lassen sollen. Ah, das war blöd. Ja gut, also wir wissen, wir bräuchten so eine Zugangskarte. Ach, jetzt hören wir uns das schon wieder an. Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetzky-Puppengeschäft. Ja. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. Können wir tun. Ja, gut. Alles klar, gehen wir wieder raus. Also werden wir erstmal probieren, diese Zugangskarte zu holen, aber jetzt werden wir uns erst einmal hier treffen. Vor allen Dingen, wir sind hier direkt in der Nähe, ne? Dass der so schnell hier ist. Tastenfeld 4465. Ha. The Hawk. Na, yippee. Ich hoffe, ich muss nicht selber fliegen. Gibt's hier irgendwas Nettes, Kleines? Zum Beispiel sowas hier? Oder das da? Was gibt's denn hier? Fly mit 4Y. Wer schreibt denn sowas? Weltweit führend, weil fairer und neutraler Bericht.
Berichterstattung. Wo kommen wir denn hier hin? Das hat sich gelohnt? Fragezeichen? Hier gibt es ein Waschbecken, immerhin. Schmerzmittel. Scheiße, haben wir viele Schmerzmittel, ne? Inzwischen. Noch ein Credit Chip, noch ein Bier. Gibt's denn hier noch so? Ah, sieh mal an, noch ein paar Zubehörteile. Und? Was ist das? EMP-Schrotmunition. Ja gut, kann man verkaufen. Und ein Koffer mit Credit Chips. Sehr schön. Oh, dankeschön. Credit Chip, Whisky, kann man alles gut gebrauchen. Na, was? Boah. Ein Credit Chip. Dankeschön. Pistolenmunition nehmen wir auch noch gerne. Okay. So, wo sind wir jetzt gelandet? Aha. Ja. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann machen wir mal hier zu. Vor Interpol. Irgendwas passt nicht. Was beredet der? Ja. Vielen Dank. Ja. Das weiß ich. Aber es muss ein... Schade. Hör zu, ich muss gehen. Ich melde mich später. Probleme? Nichts, womit ich nicht klarkomme. Wir warten nur noch auf Chicane. Erzählen Sie mir von der neuen Spur, die Intellicam-Aufnahmen. Die Staatspolizei hat sie heute Morgen schwer beschädigt abgeliefert. Aber Cheng hat gezaubert und ein paar Bilder wiederhergestellt. Ein Opti im gelben Hoodie lässt Taschen an den Detonationsstellen der Bomben fallen. Gibt's eine Gesichtserkennung? Identifikation? Gesicht ist nicht erkennbar. Aber die Taschen sehen aus wie die, die Talos Rucker und seine Helfer im Utolek-Komplex benutzen. Ah ja. Mal was Neues. Drei Anschläge in Prag in 6 Monaten. Alle, nachdem der Anführer der ARC in dieses Ghetto gezogen ist. Rucker muss sich zu diesen Anschlägen äußern. Da kommt Chicane. Hoffentlich schikaniert er mich nicht. Yo, was geht ab, Mann? War ich zu spät? Oder Sie zu früh? Wir zu früh. Sie kommen genau rechtzeitig. Agent Jensen hat gerade zugestimmt, Drucker herzubringen. Rein abgreifen raus. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir ihn schon für schuldig erklärt. Das wollte ich gerade fragen. Wir wollen nur mit ihm reden. Zu unseren Bedingungen. Und ohne, dass er von Fanatikern umringt ist. Golem an sich ist nicht das Problem. Zu Rucker zu gelangen schon. Das ARC-Gebiet ist schwer bewacht. Da kommt niemand rein. Nicht mal die Staatspolizei? Sie kann nicht. Rucker ist nicht zwangsweise in Golem City. Er hat sich eingekauft. Es war Erpressung. Er hat gedroht, Beweise für Menschenrechtsverletzungen vorzulegen, die der UN-Sicherheitsrat unter den Teppich gekehrt hatte. Die tschechische Regierung war gezwungen, ihm einen Teil des Utolek-Komplexes zu übergeben. Eine Immobilie als Schweigegeld sozusagen. Er hält sich bedeckt und garantiert Sicherheit für sich und seine Anhänger. Clever. Wie komme ich rein? Ich habe einen Deal mit einem ARC-Anwärter namens Tibor Sokol. Wir holen seine Familie aus dem Komplex raus, wenn er sie an den ARC-Kontrollen vorbeibringt. Trauen Sie ihm? Wir müssen. Es ist unsere einzige Chance. Sokol trifft sie in einem Apartment im Wohnviertel. Nummer 237. Fragen? Auch im Moment eigentlich nicht.
aber eigentlich schon. Auf mich wirkt Rucker eher wie ein cleverer Politiker als ein Terrorist. Heutzutage sind die Grenzen verschwommen. Aber Rucker war ein anerkannter Arzt ohne Militärausbildung. Oder übersehe ich hier etwas? Rucker hat Überzeugung und glaubt fest an seine eigene Rechtschaffenheit. So ein Mann kann leicht zum Terroristen werden. Der Mann ist ein Eiferer. Er ist ein Verdächtiger. Bringen Sie ihn her. Tja, das hat man ja mit Isaac Sandoval auch gesehen. Der, ja, hat eigentlich, naja. Schau, Human Revolution, wenn ihr das wissen wollt. Sie glauben wirklich, die ARC ist für diese Anschläge verantwortlich? Für alle? Die ARC hatte jedes Mal Mittel, Motiv und Gelegenheit. Das heißt noch lange nichts. Sogar Dubai? Rucker und die Coalition sitzen in Gollum City fest und stehen ständig unter massiver Polizeibeobachtung. Gollum ist kein Konzentrationslager. Wer richtig schmiert, hat Papiere und kann kommen und gehen, wie er will. Das kann ich kaum glauben. Dann bringen Sie mir den Gegenbeweis. Schaffen Sie Talos Rucker her, Agent. Ja, alles klar, ich habe verstanden. Und bevor wir das machen, ich beende jetzt hier mal ganz fix die Folge, denn ich hatte eigentlich gehofft, mal pünktlich Feierabend zu machen, aber ich sehe schon Ladescreens und Cutscenes auf uns zukommen. Von daher, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ciao, ciao.